Herzlich willkommen zu Ansu Monogatari. Ja, dieses Format hat endlich einen Namen gefunden. In der letzten und bisher ersten Folge von dem Geschichtenerzählformat habe ich euch ja nach Namensvorschlägen für dieses Format gefragt. Und da zwei oder sogar dreimal der Vorschlag Monogatari bzw. Ansu Monogatari kam, dachte ich, das ist ein sehr guter Name. Meine erste Idee war ja damals noch Aprikosengeschichten und Ansu Monogatari bedeutet eben genau das gleiche, nur auf Japanisch. Und da ich das Gefühl hatte, ihr könnt mit diesen Begriffen scheinbar sehr gut was anfangen, habe ich gedacht, ist das der Name, der es jetzt sein soll. Außerdem konntet ihr in der letzten Folge abstimmen, über welches Thema ich heute reden sollte und zur Auswahl standen, warum ich eine Nacht in einem Tempel geschlafen habe und wie es dazu kam, dass ich am Schönheitswettbewerb der Universität teilgenommen habe. Und die Schönheitswettbewerbgeschichte soll es also sein. Okay, aus vielen Animes kennt man es ja, dass die Schulen in Japan jedes Jahr ein Schulfest bzw. eigentlich ein Kulturfest veranstalten, bei dem eben jede Klasse dann irgendwas vorbereitet und das oder so ähnlich passiert es an der Uni auch. An meiner Uni gab es, wenn ich mich richtig erinnere, im Oktober ein Schulfest oder Universitätsfest, wie man es nun nennen mag, wo eben nicht jede Klasse, sondern jeder Club etwas vorbereiten sollte. Das Ganze diente vorwiegend für die Clubs dafür, um die neuen Erstsemester für ihren Club zu gewinnen. Und da ich mich durch die anderen Austauschstudenten direkt zu Beginn mit ein paar Japanern befreundet habe, die dem Nice Club angehörten, war ich damit also auch irgendwie involviert. Nice Club klingt jetzt erstmal nicht nach direkt irgendwas, wo man weiß, worum es geht. Ich weiß bis heute nicht so richtig, wofür diese Abkürzung stehen sollte. Aber im Endeffekt war es einfach nur ein Club für die Austauschstudenten. Das bedeutet, in diesem Club waren natürlich auch Japaner, wie eben schon erwähnt. Und die haben es sich eben zur Aufgabe gemacht, den Austauschstudenten zu helfen, mit ihnen mal immer wieder was Cooles zu unternehmen. Ja, und natürlich auch irgendwie ihr eigenes Englisch zu verbessern. Die genaue Definition dieses Clubs weiß ich nicht, ob die überhaupt jemand gekannt hat. Im Endeffekt war es aber auf jeden Fall sehr cool, weil wir immer wieder was zusammen unternommen haben und dadurch ja sehr viel für die Austauschstudenten auch dabei rumgekommen ist und man sehr viel kennengelernt hat. Aber kommen wir mal zurück zu dem Universitätsfest, auf dem der Schönheitswettbewerb stattgefunden hat, denn deswegen seid ihr ja eigentlich hier. Also, was genau ist auf diesem Universitätsfest passiert? Auf dem Campus gab es ganz viele Stände und jeder Club hat eben einen anderen Stand betrieben. Außerdem gab es eine Bühne, auf der verschiedene Musik-Acts aufgetreten sind, etwas bekanntere, aber auch teilweise Studenten selbst, die eine Band hatten. Es gab eine Parade, bei der die Leute sich verkleidet haben und durch die Gegend gelaufen sind und einige haben sich als Sushi verkleidet. Außerdem gab es dann noch eine zweite Bühne, wo Aufführungen stattfanden, wie zum Beispiel Tanzen oder auch der Springseilclub hat dort etwas vorgestellt. Das fand ich auch super spannend. Und bei dem Universitätsfest, wo ich da war, gab es dann auch zum ersten Mal einen Schönheitswettbewerb. Früher war es an der Uni wohl so, dass der beliebteste Club irgendwie bestimmt wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Aber aus irgendeinem Grund haben sich dann ein paar Leute entschieden, hey, dieses Jahr machen wir einen Schönheitswettbewerb. Und die Geschichte wird ab hier ziemlich kurz. Aus jedem Club sollte ein Student und eine Studentin an diesem Schönheitswettbewerb teilnehmen. In dem Nice Club haben sich halt nicht so viele Leute gefunden, beziehungsweise die Japanerinnen selbst hatten nicht so viel Lust darauf und meinten halt, sie würden halt viel lieber bei dem Essensstand helfen. Und dann haben sie mich gefragt und ich habe gesagt, von mir aus. Und somit war ich in diesem Schönheitswettbewerb drin. Der Wettbewerb selbst war dann so aufgebaut, dass es mehrere Runden gab. In der ersten Runde gab es immer eine Gruppe von 5 Leuten, glaube ich, also 5 verschiedenen Clubs, die eben auf die Bühne gegangen sind und dann wurden daraus 2 oder 3 ausgewählt, die dann in die nächste Runde gekommen sind und immer so weiter, bis irgendwann nur noch einer über war oder sowas. Und jeder musste dann kurz ein paar Worte zu sich selbst und eben auch zu dem Club sagen, den sie vertreten haben. Und dann hat das Publikum abgestimmt, indem sie halt die Hand gehoben haben. Ich dachte mir halt so, okay, ich mache da keine große Sache draus, ich mache das jetzt einfach und habe mir halt mit den Japanern zusammen ein paar Sätze überlegt, die ich sowohl zu mir als auch zu dem Club sagen kann. Habe diese auswendig gelernt bis zum geht nicht mehr, denn zu diesem Zeitpunkt war ich ja gerade mal einen Monat, wenn überhaupt, dort
Und mein Japanisch war echt nicht so gut zu dem Zeitpunkt. Deswegen habe ich die wirklich auswendig gelernt und dann eben dort auf der Bühne gesagt. Aber ja, ich wurde nicht in die zweite Runde gewählt. Das sage ich jetzt direkt vorneweg, ohne groß Spannung aufzubauen. Ich habe das auch gar nicht erwartet. Ich glaube, es waren auch sehr viele Leute einfach verwirrt, warum ich da jetzt auf der Bühne stand. Es war trotzdem eine sehr lustige Erfahrung, weil ich mich einfach erstmal der Herausforderung stellen musste, okay, ich gehe auf die Bühne für einen Schönheitswettbewerb und ich stehe da vor einem Haufen Japanern und sage irgendwas auf Japanisch, was ich einfach nur auswendig gelernt habe und ja, gar nicht so 100% sagen konnte zu dem Zeitpunkt eigentlich. Deswegen habe ich das Ganze einfach nur als Herausforderung gesehen, mehr oder weniger für meine Sprachfähigkeit. Vielleicht noch eine kleine zusätzliche Geschichte am Rande. Warum gibt es davon eigentlich kein Video, könnte man sich jetzt fragen. Zu dem Zeitpunkt war meine Kamera kaputt. Und ja, da war ich sehr traurig und habe mich eigentlich auch mehr oder weniger mit dieser ganzen Wettbewerbsgeschichte so ein bisschen davon abgelenkt, dass ich einfach nichts filmen konnte. Ja. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl es ein bisschen kürzer war als die erste Folge. Vielleicht hat es euch auch aber gerade deswegen gefallen. Ich weiß es nicht. Lasst es mich gerne wissen. Ihr dürft jetzt auf jeden Fall aber nochmal abstimmen, welche Geschichte ich denn beim nächsten Mal erzählen soll. Und zwar hier oben im i könnt ihr wählen zwischen der Geschichte, die auch schon beim letzten Mal zur Auswahl stand, warum ich eine Nacht in einem Tempel geschlafen habe, und zwar kostenlos. Und der Geschichte, warum wir zu einer Grundschule, zu einer Party eingeladen wurden, wo Englisch gesprochen werden sollte. Klingt komplizierter als es ist, ist aber auch eine sehr witzige Geschichte, deswegen lasst es mich wissen, was ihr interessanter findet. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.